Hallo Leute, zurück bei meinem Let's Play. Und ja, ich habe mal wieder einen kleinen Fehler gemacht. Nämlich, das Fleisch den Hunden einfach zu geben, das war verkehrt. Ich war schon auf dem richtigen Weg, das mit etwas zu mischen, und zwar mit der gelben Blume, die wir ja im Wald, an der Gabelung, gefunden haben. Das muss man mit dem Fleisch benutzen, und siehe da, man bekommt vergiftetes Fleisch. Und das benutzen wir jetzt mit diesen Piranha-Pulen. Tada! Igidigit. Und blum, blum, blum. Wichtiger Hinweis: Diese Hunde sind nicht tot. Sie schlafen. Bei der Programmierung dieses Spiels wurden keine Tiere gequält. Wie geil. Oh, herrlich. Ja, schauen wir uns sie mal an. Sie schlafen friedlich. Oh, herrlich. Gut, gehen wir hinein. Na, gehst du rein? So, hier sind wir nun endlich drin. Wir nehmen erstmal die Vase. So, dann gehen wir. Moment, war das jetzt hier rum? Nein. War das die Tür? Sieht aus wie ein Job für fester Scheintop. Oh nein. Was habe ich denn jetzt gemacht? Bang! Oh Gott. Hä? Was passiert da drin? Hypnotischer, einwilliges. Was? Oh Gott. Nein! Nicht den roten Knopf! Was passiert da drin? Schau an. Gefährliches Lama. Es ist ein großes, hässliches Lama mit Wachslippen. Drücke wahnsinnig. Ich kann es nicht bewegen. Ziehe wahnsinnig gefährliches Lama. Ich kann es nicht bewegen. Nimm. Heftklammerentferner. Benutze Heftklammerentferner auf wahnsinnig gefährliches Lama. Tock. Oh. Bücher. Nimm Buch der Witze. Das werde ich. Was? Ich muss wahnsinnig sein. Nimm Wachslippen. Maulwürfe. Nagetierspray. Nagetier mit Maulwurf. Oh nö. Nagetierspray mit noch einem Maulwurf. Mit Maulwurfherde. Also Leute, mit witziger kleiner Mann. Ich spiele ja gerade nicht. Das macht das Spiel alles selber. Schau an. Sagenhaftes Idol. Das ist ja wunderschön. Öffne Schloss. Ich kriege es nicht auf. Oho. Nimm schwerer Stuhl. Schwerer Stuhl. Benutze. Schwerer Stuhl mit Sheriff. Das sollte ihn eine Weile aufhalten. Wenn ich nur eine Feile hätte, käme ich an das Idol. Oh Gott, ist das mal geil? Oh, ist das mal geil? An der Stelle war ich schon lange nicht mehr. Jetzt muss man hier nochmal gucken. Bücher, schau an, Bücher. Keine Zeit zum Lesen. War hier noch irgendwas? Oder? Ach, die Vase lassen wir mal wirklich da. Gut, aber wir haben jetzt hier eine ganze Menge Sachen. Meines Erachtens nach müssen wir jetzt wieder zurück. Ah, nee, 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 nee. Nochmal zurück. Konnten wir hier weitergehen? Nee, scheint nicht so. Naja, also doch. Mal wieder zurück.
So, genau, da ist es. Das Gefängnis. Noch ist es ein Durchgang. Na, eine Ratte in der Zelle. Oh, schade. Können wir sie nicht anschauen? Die ist verschlossen. Bäh. Rede mit Gefangenen. Du musst mich hier rausholen. Ich bin ein Opfer der Gesellschaft. Und ein Opfer des Mundgeruchs. Wie der stinkt. Igitt. Hey, jemandem fällt es schwer, seinen Atem frisch zu halten, wenn es außer Ratten nichts zu essen gibt. Kann man nochmal mit Atemtod plaudern? Nein, danke. Gut, können wir irgendwas noch mitnehmen? Ne, das war, glaube ich, nichts. Jetzt, ja, wenn ich mich richtig erinnere, müssen wir nochmal hier rein. Ach, der ist immer noch nicht da. Für Bedingung. Ach, für Bedienung Glocke läuten. Ja, dann machen wir das doch. Das passiert doch immer. Ich bin kaum 2 Sekunden weg von der Theke und schon benutzt irgendein Idiot gleich die Glocke. Mann, 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 ich bin ja schon wieder da. Ja. Übrigens, der Schwertmeister meint, du könntest es dir abschminken. Was willst du denn? Das haben wir schon längst hinter uns, du Idiot. Ich könnte ein Pfefferminz gebrauchen. Ja, richtig, genau. Ich könnte ein Pfefferminz gebrauchen. Gegen extrem starken Mundgeruch. Das sagst du mir? Hier, nimm meins, eins. Bitte. Nimm die ganze Rolle. Dann sei glücklich. Das macht ein Goldstück. Was willst du noch? Genau, und können wir ihn auch. Du suche, ich suche. Da haben Sie Feilen? Meinst du Werkzeugfeilen oder Nagelfeilen? Ja. mit dem man Schlösser aufkriegt. Tja, das ist jetzt die Frage. Die aus Metall, mit denen man Schlösser aufkriegt. Ah ja. Tut mir leid, die sind aus. Was willst du noch? Gut. Dann können wir hier erstmal wieder raus. Ich sehe mich mal um. Okay, aber nichts mit den Lippen berühren. Was meint er damit? So, und jetzt wieder zurück zum Gefängnis. Nein, da rein. Nein, wir geben ihm das Pfefferminz. Oh, Grog-O-Ment. Wie erfrischend. Danke. Ah, bist du gekommen, mich zu befreien? Wer bist du? Mein Name ist Otis. Zumindest vermute ich das. Ich bin schon lange hier drin, kann mich kaum erinnern. Du musst mich hier rausholen, bevor ich den Verstand verliere. Siehst du nicht, dass ich unschuldig bin? Das sieht man ja auch. Aber warum sitzt ein Unschuldiger im Gefängnis? Du siehst hier gerade unschuldig. Du siehst nicht gerade unschuldig aus. Aber warum sitzt ein Unschuldiger im Gefängnis? Ich wurde reingelegt. Ich habe die Blumen nicht mal angerührt. Was für Blumen? Die gelbe Chaniche-Endormie-Orchidee, auch Hundeschlafblume genannt. Es ist verboten, sie zu pflücken. Na, wie ist das Essen im Knast? Du kannst nicht zufällig eine Feile. Nun, halt die Ohren steif, ich muss weiter. Na, wie ist das Essen im Knast? Ach, das Übliche. Grog, trocken Brot. Ratten, Käfer und Läuse, wenn ich welche fangen kann. Ich habe einen Käsekuchen von meiner Tante Tilly, obwohl sie weiß, dass ich den hasse. Der Koch aus der Bar ist ein alter Freund und ab und zu schmuggelt er was hier rein. Wie Fleischreste, meistens Füße und Lippen. Manchmal bringt er auch etwas sehr seltsamen Braten. Ist ja ekelhaft. Davon will ich nichts mehr hören. Hey, du hast angefangen. Allerdings.
Gut, ihr Lieben, die 10 Minuten sind rum. Ich würde vorschlagen, den netten Plausch setzen wir im nächsten Video fort. Dann erfahren wir mehr von Otis und seinen komischen Essgewohnheiten. Also bis dahin, NRW über 18. Adieu.